Willkommen zu einer weiteren Folge Space Engineers Staffel 2 mit meiner Wenigkeit und dem Necro, der auf dem Weg zu uns ist. Tachchen, ne, ich stehe einfach bloß, noch stehe ich das hinten rum. Achso, gut. Aber du kommst ja jetzt eher, um zu operieren. Ja Leute, sorry, dass ein paar Tage jetzt keine Folgen mehr kommen. Aber mich hat es krankheitsmäßig total erwischt, ging gar nicht mehr. Immer und diese Ausreden. Ja, es wird jetzt im Laufe der nächsten Tage wieder Content für die anderen Spiele kommen. Und Necro und ich haben uns gedacht, wir machen jetzt erstmal Space Engineers. Ja, das habe ich irgendwie vermisst, das Spiel. Gebe ich jetzt ehrlich zu. Aber ein bisschen verbuggt ist das Club immer noch hier, Space Engineers. Ne, it's not a bug, it's a feature. Hä? Der so. Setzt hier einfach Blöcke gerade hin, obwohl ich das gar nicht wollte. So, der obligatorische Frosch im Hals, den habe ich immer noch. Das ist eine Hitze in der Bude, ey. Ich glaube, der Fernseher in der Rechenstrahlung so viel Hitze hat, das geht gar nicht. So, ich werde jetzt hier erstmal ein neues Flaggschiff basteln, weil das hier ist ja echt wie gewollt und nie gekonnt. Jetzt machst du mal die Teile hier dran, damit das Zeug nie wegfliegt. Hui! So, wie fangen wir da am dämlichsten jetzt an? Ich kann dir nicht helfen. Ich schau jetzt bloß mein Inventar raus, mach den Bohrer rein, dann hau ich wieder ab. Da. Und dann machen wir hier erstmal die Wand, genau. Die Frage ist, nehmen wir da jetzt die Rundungen oder nee? Ja, arbeiten wir mal ein bisschen mit den Rundungen. Leute, es hat auch ein Triebwerk weggerissen, sehe ich gerade. Echt? No. Aber es war doch höchste Zeit, dass du herkommst, wa? Ne, ist bloß das vordere Triebwerk. So, was werden wir noch brauchen? Eine Dörre auf jeden Fall. Wir haben jetzt, BZW, ich habe jetzt hier noch ein paar Mods rausgenommen. Das war einfach zu viel. In der Hoffnung, dass es dann bei ihm besser läuft, was es natürlich nicht tut. Ja, ist Space Engineers halt. Ah, keine Meldung vom Surfer bekommen. 8, echt? 9, 10. Bei mir hängt so gerade auf. Also. 3. Da war gerade Autosave. Da haben die jetzt nur ein paar Patches rausgebracht, aber irgendwie Multiplayer immer noch nie hingekriegt. Ah, der Projektorblock. Okay, ich wollte mal gucken, ob es für City Skylines eigentlich Multiplayer-Mod gibt. Das wäre mal richtig geil. Das wäre fett. Ja, es gibt jetzt für Skylines eben halt ein Patch, dass die eben halt jetzt einen Tunnel eingefügt haben. Was, Tunnel? No. Gab's das vorher nicht? Nein. Okay. Und die Mods, die es dafür eben halt gibt, also da kann ich schon ein paar empfehlen. Okay. Zum Beispiel eben halt diesen Verkehrsmod, da kannst du direkt Busse gucken, wo lang die fahren. Muss auch schön. Und First-Person-Mod, da glötschst du selber durch deine Stadt durch. Okay. Ja, das ist ja gerade das Geile. Das ist, wie schon gesagt, das ist eben halt das Spiel, was SimCity werden wollte, aber nie geworden ist. Was denkst du, warum EA eben halt Maxis in der Hinsicht zugemacht hat? Weil die es einfach nicht geschissen gekriegt haben. Sorry, ist aber so. Das sagen extrem viele. Da kann ich nicht mitreden. Machen wir hier jetzt erstmal die Fläche. Und ich habe immer noch 25.000 Meter vor mir. Echt? No. Ja, der Speedmod ist ja nicht mehr drin, ne? Ne, ich fliege bloß mit 100,7 Meter die Sekunde. Ich werde aufs Maximum hochgehen. Sollten vielleicht auch bei dem Schiff, was du gerade hast, noch einen Generator dran basteln. Wieso? Zwei reichen da? Ja, du kommst auch trotzdem manchmal hier überladen, über... Na, sag schon. Ja.
Ach komm, jetzt nicht mal drauf. Ja? Moment, ja? Ah, leck mich da am Arsch. Ach, für Teufel. Auf Schokolade hab ich jetzt keinen Bock. Ne? Ne. Vielleicht ein andermal. Na, kann bei mir eine Weile dauern. Das war genauso wie damals mit mir und den Erdnüssen. Ich hatte mal einen richtigen heißen Appetit auf Erdnüsse gehabt, paar Wochen lang Erdnüsse geholt und schon hab ich keinen Bock mehr. Geht auch. So wie zum Beispiel mit dem Eis. Ich habe jetzt hier mal so 5 bis 11, 14 Packungen Eis geholt. Das reicht jetzt für die nächsten Jahre. So, hier machen wir die nächste Wand. Also die werfen eigentlich noch aktiv oder sind die deaktiviert wieder? Ich glaube, die sind noch aktiv. Okay. Wieso? Weil mir gerade ein Mining Hauler entgegenkommt. Oh oh. Da ist noch 12 Kilometer entfernt, aber ich glaube, so weit gehen die Waffen nicht. Seid ihr da nicht so sicher? Ich weiß nicht, ob ich einen Pferd kotzen sehen und das war der Apotheke. Bräuchten wir jetzt noch einen... Großen? Oh, die Nase. Ah, der braucht interne, verdammt. Ja, vielleicht schon interne drinne, das wäre ja richtig geil. Also ich habe noch verbleibenden Treibstoff für 3 Jahre. Für 3 Jahre? Hm. Oh, das geht. Oh Gott, was wollt ihr kleiner Maskiroskop anmachen? Du kannst fragen. Ne, ich will nicht aussteigen. Z-Warsk. Du meinst den Trägheitsdämpfer? No. Das? Oh, So, den setzen wir hier ran. Genau. Dann können wir... Schweißen das erstmal an. Das, was wir anschweißen könnten. Kannst an du die Reihe hier nochmal weg. Könntest du mir eventuell schon mal die Materialien besorgen? Mein Inventar ist voll. Ja, puh. Ich brauch bloß für einen Bohrer und für ein Triebwerk. Hier, wo ich gerade baue, da ist noch das Flexschiff, was dann noch wegkommt. Da kannst du ja drinnen aus dem Frachtcontainer bedienen. Ja, stimmt. Oh, ich habe ja ab und zu so Performance-Einbrüche. Wie Sau. Hast du das nicht immer? Jein. Also bei GTA Logs seit Jahren, seitdem die das eine Patch rausgebracht hatten. Und jo, mal gucken. Vorher lief ja alles butterweich. Das Schiff ohne kommt Probleme. Immer näher, ich krieg langsam Schiss. Wenn es näher kommt, ist gar nicht gut. Hier nehmen wir mal noch einen anderen Block. Okay, jetzt entferne ich mich wieder. Nehmen wir die Rundung. Da. Dann kommt das hier weg. Aber trotzdem eine geile Gegend. Ne, so wie ich es gehört habe, könnt ihr noch Planeten einfügen. Das wäre richtig geil. Ja, was ich mir wünschen würde, dass man noch drauf landen könnte. Denkst du, dass die das so implementieren? Ich weiß nicht. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. So. Ich gebe mich langsam mal bremsen, ne? Ich bin gerade mal einen Kilometer noch entfernt. Wäre ein taktischer Vorteil. Okay. So, gebremst. Wunderbar. Das Schiff wird ein bisschen größer. Aber soll ja auch gut abflexen können und je mehr Flexen wir dran haben, umso besser. So, dann nehmen wir... Brauchen wir hier die Rundungen. Ach, da unten dann bist du rum. Ich bin zu Hause. Hey, willkommen. Hätte ich gewusst, dass du kommst, hätte ich Kuchen gemacht. Hätte ich dich halt erwartet, hätte ich Kuchen da. Könnte ich eigentlich auch mal wieder backen, fällt mir gerade so ein.
Letztens habe ich Pflaumenkuchen mit Streuseln gemacht, ne? Da waren die Streuseln im Pflaumenkuchen drin. Okay. Ah, der hat geil geschmeckt. Die meisten glauben ja nicht, dass ich backen kann, ne? Echt? Mhm. Hast du aus deinem Freundeskreis? Mhm. Ausgenommen ich. Wow, das war jetzt aber auch wieder knäpplich. Na, du hast aber auch noch nie was Gebackenes für mich gegessen, oder? Doch, doch. Ich weiß nur nicht mehr, was es war. Was denn da? Die Frage ist, setzen wir da vielleicht doch noch einen großen Frachtcontainer dran oder nicht? Praktischer wäre es ja eigentlich. Da reißen wir halt die hintere Front doch nochmal weg. Dann können wir auch ganz bequem noch die Gyroskope und so reinpflanzen und die Reaktoren. Mensch, was heute mit mir los? Die ganzen Begriffe sind weg. Ja, dürfte drüber sein. Wie aktiviere ich dann gleich nochmal diesen Schleusenausgang da? Wo? Na hier beim Schiff. K, um in der Kontrollkonsole reinzukommen? Oder I. Da ist das Inventar. Ja. Da musst du erst auf die Kontrollkonsole das ist das switchen. Wie ist denn das Ding? Irgendwas mit... Ist ein ziemlich langer Name. Ein Gravitationsfeldgenerator. Du hast gesagt, ist ein langer Name. Auswurf für irgendwas, lass dir was einfallen oder so. Ach hier. Irgendwie so hat das benannt, damals. So. Wow, landet es drinnen? Nehmen wir davon noch was raus, dann können wir hier klein... Alter, das sieht gerade so lebensgefährlich aus, ey. Echt? Mhm. Halt, Moment, hier brauchen wir ja ein Förderband. Ne, das war der Frachtcontainer. Da war das Förderband. Aber es landet drinnen. War wieder der Auto safe? Echt, bei mir nicht. So. Echt nicht? Nö. Nö. Achso, ich brauche erstmal Sauerstoff. Stoff, der sauer ist? Aber definitiv. Das klingt aber nicht schön. Ist mir Wumpe. Sauerstoff? Oh, oh, oh. Mal übers Mikrofon jetzt mal lunchen, damit ich auch die Tasten treffe. Okay, wir müssen ja mal ein bisschen was anschweißen. Ach, endlich wieder Sauerstoff. Achso, ich brauche nochmal 10 mal Panzerglas, fällt mir gerade so ein. I und Panzer, ich begrüße Sie. Oh, hä? Was denn? Oh, stimmt, ich muss ja aufpassen. Der ist nicht so mein Fall. Ich finde ihn geil, vor allem mit den Katzen. Mit den Katzen dünsten. Ja, ich weiß. Das kenne ich aber. Das ist aber das Einzige, was mir von dem gefällt. Ich mag den als Komiker jetzt nicht so, muss ich sagen. Ja, es gibt auch einen Komiker, den ich nicht mag. Der fällt mir jetzt bloß verschreckend nie ein. Da scheint er ja nicht so wichtig zu sein, ne? Was, Michael Mittermeier? Den finde ich eigentlich recht gut. Nee, der Typ ist... Der lautet auch bloß noch seinen Standardtext und das ist langweilig. So? Ja, ja. Hi! Hä? Was? Wo? Ach dort! Hey! Hier oben, ich wärme gerade meinen Arsch über dieser Düse hier. Mal Gas geben. Oh, das wird warm. Ach nee. Und wie riecht's am Anzug? Na, hast du die Stichflamme hier raus nicht gesehen? Nee. Da. So, jetzt brauche ich erstmal. Nee, den Schweinwerfer brauche ich nie. Das, was ist denn das?
Also das wird ein bisschen lang, das Flaggschiff, aber erfüllt dann seinen Zweck. Da noch und da noch und da noch. Und dort auch. So. Wo ist denn der Bohrer? Ah, nehmen wir den dabei. Also ist auch immer genug Platz in dem Schiff. Small Drill ist ein Schiff für... Was? Ey, die haben die Werkzeugsleiste erhöht. Echt? No, jetzt sind auf einmal 9 Felder hier und statt plus 4. Hä, waren das nicht immer 9? Nee. Nee? Nein. Okay. Na gut, die Updates, die hab ich jetzt irgendwie so verfolgen können. So, und da noch, und da noch. Ich hoffe, ich krieg das Schiff wenigstens noch in der Aufnahmesession hier fertig. Ich bezweifle es zwar stark, aber... Mal gucken. Wir könnten mal den Aquata-Generator bauen, hä? Ja, die bringen auf jeden Fall mehr Leistung. Ich weiß noch nicht, ob wir noch genug Aquata dafür da haben. Wir haben ein Problem. Das wäre? Ich finde bloß einen Small Drill und den großen. Der ist aber noch drin. Den hab ich hier rausgenommen. Der hab ich vorhin sogar noch gesehen. Ach ja, gut, schaffen. Fiste. Fiste. Was? Hä? Oh. Seht grad was? Gar nicht so gut ist. Boah, aber ich hab grad einen Herzkasper gekriegt. Ich hab grad gedacht, das fliegt hier, fliegt nicht dort rein, wo es reinfliegen soll. Also hier, das ist das Zeug, was das Schiff gerade raushaut. Hm? Naja, schon mal wieder 2G, ne? Naja, komischerweise, ich weiß aber auch nicht, woran das dort liegt. Ja, geht halt, ne? Geht. Was brauche ich? Eine Stahlplatte. So Leute, wir sind leider am Folgenende angelangt. Gott sei Dank, da kann ich Nase schnauben. Nehm mir Jürg die Nase, das ist so abartig. Klingt aus, als wäre ich dann irgendwie ein bisschen näher, verstehst du? Wieso klingt's? Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da, ein Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssen.